Salve zusammen! In diesem Clip geht es um die Reisebranche. Die bekommt in den letzten Wochen immer mal wieder Headlines in den Zeitungen. Da werden Staatsschulden zurückgezahlt und da werden Buchungen genannt. Und vor diesem Hintergrund dachte ich mal, ich mache jetzt hier die Lufthansa, die Fraport und die TUI. Das geht natürlich weiter mit Accor und Airbnb und TripAdvisor und Royal Caribbean. Aber irgendwo muss ich einen Schlussstrich ziehen. Deswegen habe ich mich auf diese drei jetzt eingeschossen in diesem Film. Lufthansa ist der erste, gefolgt von Fraport und dann kommt die TUI. Das ist der Lufthansa-Chart wesentlich länger. Der kommt hier von 2018. Da sind wir so ein bisschen über 20 und das war also das erschütternde Ergebnis, was die in den letzten Jahren gemacht haben. Diese Linie hier, die werdet ihr bei allen drei Werten sehen, ist das sogenannte Prä-Corona-Hoch. Was ich gemacht habe, nur dass wir uns da richtig verstehen, ich habe das allerletzte Hoch genommen vor dem Absturz, vor diesem Corona-Absturz. Das ist also dann hier meistens so Anfang Februar, Anfang, Mitte Februar. Das ist für mich das Prä-Corona-Hoch. Und da sieht man also auf den ersten Blick, dass die Lufthansa dann noch ziemlich Platz haben. Das liegt nämlich rund bei 11. Dieser Downtrend, den ich hier eingezeichnet habe, ist der, der kommt eben von den 2018, ja, hat hier mehr Berührungspunkte, hat also eine Daseinsberechtigung. Und da liegen wir also kurz davor. Ich mache mir den Ausdruck Prä-Corona wieder rein. Da liegen wir also kurz davor. Die Lufthansa hat einen mittelfristigen Aufwärtstrend, ja, also ein Tief, ein Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch, ein höheres Tief, ein höheres Hoch. Und jetzt liegen die relativ bald an diesen 7,87, 7,90. Je nachdem, wie spitz der Bleistift ist. Grundsätzlich, wir sind von der Technik her noch hier in Ordnung, auch wenn das hier als Überkauf gilt. Es ist in Ordnung, ich habe da kein Verkaufssignal. Die Lufthansa hat geschrieben, dass sie also auch Staatsschulden zurückzahlen wird. Dann bewirbt sie sich schon um andere andere Fluggesellschaften. Also ich finde, die sieht grundsätzlich ganz okay aus. Ja, also mir gefällt das hier, das ist vertrauenserweckend. Ich denke, dass diese Lows, die wir hier hatten, da so um die 5 rum oder auch mal kurz unter der 5, das sollte passé sein. Also grundsätzlich sehe ich eher ein Potenzial hoch bis zu 11. Nicht jetzt in den nächsten 4 Wochen, aber auf Sicht von einem halben Jahr. So würde ich das mal formulieren. Jetzt sind sie wieder relativ stark gestiegen und das ist das, was so einen Wert auszeichnet. Er steigt schnell, dann fällt der Gesamtmarkt, haben wir ja letzte Woche gemacht, und das Ding ist schon wieder an einem neuen Hoch. Also es zeigt für mich, dass da institutionelle Käufe drin sind und ich wüsste also keinen Grund, warum ich die irgendwie short gehen sollte. Der erste Punkt, wie gesagt, ist hier so um die, jetzt mache ich es mal ganz genau, hier so um die 8,11 und der nächste, der geht erst weiter los bei rund 9, ja, da hier um diesen Bereich. Also mir gefallen die und ich mache das so, dass ich die Scheine zu allen drei Werten nenne ich ganz zum Schluss. Ja, da kommt dann auch wieder so eine kleine Liste rein, könnt ihr den Screenshot machen und dann drauf schauen. Also ich mag die, das sieht für mich in Ordnung aus. Die Krise ist nicht vorbei, aber also ich fliege auch wieder, ich habe diverse Flüge bestellt. Ich finde, das wird. Ja, ich bekomme mehr und mehr Vertrauen dazu. So, das sind jetzt die Fraport. Hier auch wieder das Prä-Corona-Hoch, ziemlich genau bei 72 oder 71,40. Ähnliches Bild. Die Fraport und die Lufthansa, die hängen relativ nah aneinander. Das ist nicht nur, was die Kurse angeht, sondern auch, was die Zeiten angeht. Die Fraport hat die Hauptversammlung am 24.05. und die Lufthansa 2 Wochen vorher. Die Fraport gibt die Quartal 1-Zahlen am 10.05. und die Lufthansa am 5.05. Das ist ein ähnlicher Zusammenhang wie zum Beispiel Airbus und MTU oder Puma, Nike und Adidas, das ist typisch für diese Werte. Ja, da fällt es also ganz besonders auf. Wenn die Fraport sagen, wir haben eine erhebliche Auslastung, dann gehen die, was weiß ich, 3% steil und dann kommen meistens die Lufthansa auch mit 2,5% am gleichen Tag hinterher. Also auffallend. So, das Prä-Corona-Hoch ist also hier relativ nah am Kurs. Der Kurs ist 67,5 und wir sind hier, wie gesagt, bei 71,5. Das heißt, die haben grundsätzlich weniger Potenzial, aber, so kann man es nämlich auch formulieren, wenn sie das rausnehmen, das Prä-Corona-Hoch, dann haben sie als nächstes erstmal den Bereich 80. Ja, da ist dann hier schon mal eine längere Seitwärtsphase gewesen und die geht bis hoch 80. Also auch die Fraport gefallen mir insgesamt recht gut.
Und von der Technik her ist das hier auch alles in Ordnung, alles fein, kann ich überhaupt nicht meckern. Sieht gut aus. Hier ähnliches Chartbild. Ja. Wir sind also gestiegen, der Gesamtmarkt fiel, wir haben relativ schnell alles aufgeholt und sind schon wieder an einem neuen Hoch bezogen auf die letzten paar Monate. Gefällt mir gut, muss ich sagen. Ich denke schon, dass die sich eher hier mit der 71 beschäftigen als irgendwo mit dem Bereich 55. Also auch hier grundsätzlich eher positiv, Schein folgt am Ende. Das hier sind jetzt die TUI. Das hier ist der Downtrend von Mitte 2018 und der hat auch schöne Auflagepunkte, von daher hat auch der seine Daseinsberechtigung und da sind wir jetzt genau dran. Bänder sind nochmal aufgegangen, ich hole es gleich näher ran, aber wir sind jetzt hier über diese Auflagepunkte ziemlich genau dran bei 3,55. Jetzt hat er gestern, haben die TUI ein Doji gemacht, Eingangskurs gleich Ausgangskurs, hier, ich hole es näher ran. Das soll jetzt nicht heißen, dass sie jetzt gleich hier runtergehen, aber nach dem doch recht starken Anstieg hier von der 2,90 hoch auf die 3,60 und das sind nun mal 70 Cent, das ist eine Menge Holz prozentual ausgedrückt, könnten die ein wenig pausieren. Allerdings haben die hier nur diesen Punkt vom 8.10.21, da war der Höchstkurs bei 3,66, nur den haben sie vor sich, bevor sie dann diesen Bereich hier 4,50 antesten können. Das Prä-Corona-Hoch, ich mache es mal so, ist weit weg. Ja, das ist auch bei 6, da haben sie also noch viel Zeit. Aber in der Zwischenzeit, und das ist der Unterschied zwischen TUI, Lufthansa und Fraport, die TUI hat jetzt auch gesagt, ja, wir haben also Buchungszahlen, die sind höher als vor dem Corona-Crash. Das ist schön, das ist gut, das kann ich auch verstehen. Aber solche Zahlen, das kann man ja auch alles wieder stornieren. Also da gebe ich jetzt nicht so viel drauf. Und irgendwo war da was fünfmal so viel buchen, als in der größten Delle während Corona. Ja gut, da wurde auch nicht viel gebucht. Also diesen Begriff fünfmal, den nehme ich jetzt nicht so ernst. Die haben auch gesagt, dass sie Staatsschulden zurückzahlen. Schön, aber in der Zwischenzeit ist bei TUI ein bisschen was anderes noch passiert. Die sind also mittendrin in diesen ganzen Specs-Geschichten. Das heißt, es ist für mich unheimlich schwierig herauszufinden, wann jetzt wer, wo, welche Kapitalerhöhungen, zu welchen Bedingungen bei Specs, mit welchen Optionen, die da etwaige Ausübungen mit sich ziehen können, da drin ist. Also die Bilanz von TUI ist erheblich schwieriger als das von Fraport oder Lufthansa. Nichtsdestotrotz, ich käme also nie auf die Idee, die jetzt hier irgendwie short zu gehen. Ja, ähnliches Bild wie bei den Freunden eben, bei Lufthansa und Fraport, gehen hoch, Gesamtmarkt geht runter, trotzdem widersetzen die sich dem und steigen weiter. Also nochmal, ich käme nicht auf die Idee, eine TUI irgendwie short zu gehen. Der Schein, den ich genommen habe, der liegt hier unten drunter, werdet ihr gleich sehen. Die Bänder gehen auf, also TUI ist schon giftig. Aber ich gehe jetzt nicht davon aus, dass sie sofort in dieser Bewegung auf die 6 gehen. Die werden also auch so irgendwie schwanken, dass sie dann wieder ein bisschen runtergehen, ein bisschen hoch, dass sie sowas hier machen. Ja? Da hoch, dann wieder korrigieren. Da hoch und wieder korrigieren. Deswegen, ich renne dem Zeugs jetzt nicht hinterher. Das mache ich nicht, aber ich habe jetzt gleich die Scheine und dann könnt ihr da mal reinschauen. Von der Technik her echt alles in Ordnung. Wie gesagt, das sind lange Trends, die da gebrochen werden oder wo wir gerade dran sind. Ich mag die. Ich mag die auch, genauso wie Lufthansa und Fraport. Und nochmal, dazu gehört auch sowas wie Airbnb, TripAdvisor, Royal Caribbean, Accor Hotel. Diese ganze Reisebranche, die wird jetzt erstmal ein Revival finden. Ja, ich muss auch mal schauen, wo ich in dem Jahr im Urlaub gehe. Aber das müssen wir mal gucken, das weiß ich noch nicht. So, jetzt kommen hier die Scheine. Das hier sind die Scheine für Lufthansa, für Fraport und für TUI. Ich habe sie versucht, möglichst groß zu schreiben. Müsst ihr euch mal einen Screenshot machen. Aber ich werde die jetzt nicht einzeln hier runterbeten. Ich mag die Branche. Ich denke, die hat ihre schlimmsten Zeiten überstanden. Waren halt keine Corona-Profiteure, wie auch. Und momentan findet halt so ein Umdenken statt. Corona-Profiteure raus. HelloFresh, Delivery Hero, wie sie alle heißen. Und das ist für mich eine ganz logische Geschichte, dass die Tourismusaktien, nennen wir es mal so, dass die eher wieder steigen werden, ähnlich wie ich denke, dass die Banken steigen werden. Also ich denke, das sind in diesem Jahr die Profiteure. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye, bye.